Tag, Servus und hallo, Iris. Und herzlich willkommen zurück zu. Uns brennt gleich der Arsch, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, da ist viel Wahres dran. Aber wir haben ja Zeit. Und wollten uns noch ganz kurz die drei Pauls angucken, die wir gefangen haben. Ich glaube, wir haben nicht wirklich Zeit. Ne? Also, na gut, aber wir können ja immer wieder, können uns ja schnell umziehen. Ne? Wir können uns ja hier hinter immer so eine Palme stellen, hier, die auch total viel verdecken von einem. Und dann kann man sich ja schnell umziehen. Ne? Wenn es Nacht wird, kann man sich wieder die kälteresistente Rüstung anziehen. Na, genau, dann. Ich habe halt die eine Unterwäsche, habe ich ja schon. Und weiß ich nicht, ob ich deswegen Vorteil habe. Also, der mit Unterwäsche hat grundlegend immer einen Vorteil, würde ich sagen. Das ist relativ, egal. Also, hier haben wir Rayhound. Der ist ja schnell vor, dann laufen wir los. Ist buchstäblich so schnell wie ein Blitz. Wenn zwei Rayhound kämpfen, hört es sich an wie ein Gewitter. Und seine Partnerfähigkeit, gewaltige Sprungkraft, kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten sind Doppelsprünge möglich. Okay, ist cool. Und gibt Elektrodrüse. Cool, aber ein bisschen überflüssig, glaube ich. Ja, ne? Weil wenn du dann irgendwann so fliegst, ist sowieso besser, sowas, die dann dabei zu haben. Vor allem, weil das ja eh schon so ein Late-Game-Tier ist, ne? Ja. Dann brauchst du das eigentlich nicht mehr wirklich. Aber trotzdem, nice to know. Stromerzeugung 2. Genau. Dann hattest du den Drachen da, ne? Genau, der hat nur Feuer 3 und gibt Feuerdrüse. Da steht, galt einst als Bote nahender Trockenzeit. In Dürrejahren wurde dieser Pell von den Menschen in der Hoffnung auf bessere Ernte gnadenlos gejagt. Und Partner ist, kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Feuer verstärkt. Mhm. Also er verstärkt sich selbst dann quasi, oder? Verstehe ich das richtig? Das Weil beim Reiten muss ja. Man selber hat glaube ich, keine Feuerangriffe, ne? Wollte gerade sagen, ja. Vielleicht gilt es auch fürs Team oder so. Also wenn du jetzt mit mir unterwegs bist und hast, was weiß ich, Feuerpfeile oder so. Ja, ich Na gut, stimmt, das gibt's noch. Ja. Feuerpfeile gibt's noch, ne? Das könnte vielleicht auch verstärkt werden. Das weiß ich auch nochmal noch nicht. Manchmal bezieht sich Gesamtschaden, manchmal nicht. Also wie genau das dann gerechnet wird, müssen wir auch noch alles rausfinden. Und dann hatten wir noch den Robin Quell Terra, letzte Folge gefangen. Lebt in felsigen Gebieten, also das ist die 48b, lebt in felsigen Gebieten von der Jagd und ähnelt dem Menschen in seiner Natur. Wenn Knochen eines Robin Quell Terra in Ruinen gefunden werden, sind meist auch menschliche Knochen nicht weit. Wird beim gemeinsamen Kampf dein Schwachpunkt getroffen, nimmst du mehr Schaden. Ist aber schlecht. Geht bei dir auch noch so ein BR da unten? Sind meist auch menschliche, ja. Klammer BR, Knochen. Ja, ich glaube, da das ist oft in den Beschreibungen drin. Das sind irgendwelche Bugs noch. Okay. Der erste Satz ergibt ja Sinn. Lebt in felsigen Gebieten von der Jagd. Ach, er lebt ja von der Jagd. Genau. Ah, okay, okay. Das klang jetzt irgendwie seltsam. Na gut. Goodie. Goodie. Na dann. Let's go. Let's go to the das ist die Kiste. Let's go to the mall. Mann, wir sind noch nicht mal, wir sind noch nicht mal aufgestiegen. Schau mal, da ist so einer in Gelb. Guck mal. Wollen wir den auch? Dinossum Lux. Na, wenn wir schon mal hier sind, why not? Sind das Kühe? Ach nee, das sind auch noch mal. Das sah aus wie Kühe. Oh gut. Ich habe kaum noch was ich damit draufhauen kann, aber dich hier. Ja, so ein bisschen. Der scheint irgendwie gegen Feuer auch eine Schwäche zu haben. Zumindest zieht meiner recht viel. Ich schieße jetzt nur noch auf den Popo. Ich mache nur 2 Damage mit dem Pfeil. Nee, nix Popo. Headshot bitte. Headshot. Ja, aber den schieße ich dann immer daneben. Da treffe ich weniger. Was zur Hölle passiert da gerade? Ich weiß nicht. Ich mache aber irgendwie auch keinen Damage hier. Vor allem vor lauter Zahlen sehe ich gar nicht, wie viel Damage ich überhaupt mache. Es wäre cool, wenn die eigene Zahl eine andere Farbe hätte, die man macht. Knapp zurückrufen, ne? Du schaffst es, ich glaube an dich. Hä, ich wollte dich jetzt eigentlich fangen lassen. Der hat schon wieder nur 5%. Ich glaube an dich. Ja, ich glaube auch an mich, aber das ist trotzdem wenig. Das ist die Kiste. Nein. Du brauchst die ganzen Tierchen doch auch noch. Aber du hast sie ja auch noch nicht. Ja. Ich muss dich einfach nur, weißt du, also meine einzige Taktik besteht ja darin, dich abzulenken, damit ich dann zu Kisten fliegen kann. Das klingt so, als würde ich dich die ganze Zeit davon hindern wollen, Kisten zu farmen. Oh, hier ist ein Level 45er, nee, Susaku, Bossgegner.
Okay. Dem würde ich mich nicht Ja, unbedingt den nähern. würde ich. Ich habe versucht auszuweichen, aber die Kiste ist in der Nähe. Ich kann für nichts garantieren. Mann, ich krieg den nicht. Der Na, hat lausige 6%. Das sind wird immer noch wirklich. nicht. Nee. Oh, Ich ein mach das echt mehr Silberschlüssel. Sinn, wenn man hier Level 40 ist oder so. Dieses untergelevelte, das ist meistens. Na gut, dann bleiben wir bei unserer ursprünglichen Taktik. Unterbuchse kaufen, Eier sammeln, ausbrüten, starke Tiere haben, wieder zurückkommen. Kiste. Ja, weil diese tonnenweise Bälle da drauf zu schmeißen, ich meine, ich hätte den schon auch ganz gerne, ne? So ist es nicht, aber. Na gut, 27 Bälle habe ich noch. Schauen wir mal, vielleicht habe ich ja noch Glück, aber. Da bist du. Das war dann ein teurer Spaß für drei Ich neue komme schon Tierchen. mit meinem Knüppel. Ich komme schon mit meinem Knüppel. Warte. Yes! Oh, Got it! jetzt wollte ich hier so schön mit meinem Knüppel draufhauen. Pell anweisen, Pell rufen, Sphäre werfen. Nee, es geht tatsächlich nicht. Na gut, pass auf, dann muss ich vorlesen. Wurde einst von einem Blitz getroffen und überlebte nur knapp. Einfach Wow. jedes von denen von dem Blitz getroffen wurde. Der Ausdruck, wie ein Donossum Lux, das vom Blitz getroffen wurde, bedeutet, den Tod auf wundersame Weise zu entkommen. Kann als Reittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Elektro verstärkt. Der kann Holz fällen und Stromerzeugung. Und droppt Tomatensamen. Tomatensamen? Hast du jetzt welche? Nee. Schade. Ach. Doch, du müsstest welche im Inventar jetzt haben. Hab gerade geschaut, da sind keine. Nicht? Nee, er droppt Tomatensamen, heißt ja nicht, dass er das jedes Mal tut. Das ist doch in meiner Welt schon. Loot ist Loot. Ja, Kiste. wir sind total wieder, weil deinetwegen sind wir wieder völlig abgekommen hier von der ursprünglichen Idee. Was ist denn das da noch? Ist das wieder so ein Erz, das hier Ja, einfach rumliegt? es flackt einfach immer irgendwo so ein Erz rum. Wieso? Wir sind on the way. Da ist der Turm. Wir sind absolut hier. Nö, nö. Nö, Wir sind nö. nicht on the way, ne? Wir sind Doch, du falsch. hast doch gesagt zu dem Turm und links davon sind auch Türme und da fliege ich gerade hin. Das ist aber falsch. Wir müssen hier links. Noch mehr links. Ja. Da zu der Stadt, da hinten siehst du sie doch Ach, schon. da! Ja, jetzt sehe ich sie. Du, ist noch was Grünes. Willst du auch was Grünes? Ah ja, klar, immer. Fangchance erhöhen möchte ich immer mitnehmen. War aber schwer zu sehen da zwischen den Palmen. Ja, ich habe ein Blutauge. Das klingt eher nach einer Krankheit, aber okay. Nehme ich auch. Ich habe ein Hühnerauge, ein Lutauge und. Und Fettaugen in der Suppe. Und eine Augen. Ja, fährt. Oh Gott. Das war eigentlich dein Spruch. Den habe ich eigentlich geklaut. Den hast du Ach letztens so. gebracht. Nein, Kiste! Ich bin schneller! Oh. Mann, ich. Yes! Oh mein Gott, da waren Silberschlüssel drin. Ich bin so krass equipped. Mann. Oh yeah. Die hast du gar nicht verdient gehabt, die Kiste. Wieso? Ich habe sie zuerst gespottet. Guck mal, da ist noch so ein Suzukaku. Den holen wir später für mich. Einer reicht zum Weiterbacken. Will Kiste, mich einfach nicht Kiste, mitreden lässt. Den holen wir Kiste, später für mich. Kiste, Da gehen wir später Kiste, hin. Ist meiner dann. Kiste. Was hättest du, was willst du uns denn mitteilen wollen, Fee? Ah, Mist, die Soll ich ihn Katze vor mir. angreifen? Ah. Nein, bitte nicht. Was siehst 42, da bin ich raus. Ich muss sie nicht fragen. Wir teilen uns eine Hirnzelle. Ich weiß, was die Antwort ist. Worauf? Na, auf meine Gedanken von dir. Ach so, Muss ich okay. nicht, ne? Da Das ist sitzt immer noch so jemand. bitter, ne? Man teilt sich eine Hirnzelle, spricht wirklich nicht für einen. Nee. So Guck mal, ein da ist eine Feuer schon? Kanone. Komm gleich. So ein Feuerchen ist schon was Feines, findest du nicht auch? Hör nur, wie schön es knistert. Knister, knister, knister. Früher hätte ich mir solche gemütlichen Reden nicht leisten können. Das war hier ein täglicher Kampf auf Leben und Tod. Aber seit er da ist, ist alles anders. Ich finde, meine Stimme passt perfekt zu ihm. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich ausgeraubt werde, während ich an meinem Lagerfeuer sitze. Es sind einfach die kleinen Dinge. Ich würde ihm jetzt so gern hier, was ich würde ihn so gern beklauen da hier. Oder hätte ich ihm gerne ein Heady gegeben, damit er dir so richtig den Knüppel überzieht. Ich habe drei gegrillte Pilze bekommen. Frisches Wow. Holz sollte man eigentlich nicht verbrennen. Aber weißt du, manchmal geht es einfach nicht anders. Was wäre denn ein Leben ohne Feuer? Knister, knister, knister. Ja, da steht auch knister, knister, knister bei. Ich hatte kurz überlegt.
Mittelgroße Palsphäre, sehr cool. Oh, es wird kalt. Hey, du da, Seekönchen, willst du ins Dorf rein? Aber nur, wenn du die Regeln von unserem Boss befolgst. Unser Boss legt großen Wert auf Gehorsam. Das ist auch das Mindeste an Dank, finde ich. Schließlich beschützt er uns mit seiner Milz alle und sorgt hier für Ordnung. Allerdings ist der Boss mit seinen Offizieren die meiste Zeit beim Turm. Ich frage mich, was sie an einem solchen Ort machen. Wenn du den Boss suchst, er ist sicher beim Turm. Sobald wir die antiken Technologien in die Hände bekommen, steht seiner Herrschaft nichts mehr im Wege. Bist du schon so tief drin, dass du wirklich Milz vorgelesen hast? Mit Absicht oder ist ja. Also unabsichtlich? Tatsächlich mit Absicht. Okay. Oha, ein neuer. Oder willst du den vorlesen? Ja, immer. Ein neues Gesicht. Das hier ist Markus Revier, klar. Nur weil du auf der Durchreise bist, heißt es nicht, dass die Regeln hier für dich nicht gelten. Solange du nicht aufmuckst, passiert dir nichts. Alle, die Markus die Treue schwören, werden von ihm und seiner Miliz beschützt. Simpel, jetzt. Oder? Markus. Alles gut? Ja, du musst dich nochmal anquatschen. Die sagen immer beim zweiten Mal noch was anderes. Ach so. Melde gehorsamst, keine Vorkommnisse. Ach, du bist bloß. Hast du mich erschreckt? Ist klar. Okay. Ich glaube eher, die Person, die ihn erschreckt hat, bist du hier mit dem Vollbart und dem... Hallo? Der Mädchenfrisur. Aber. Weil er so einen hübschen Menschen noch nie gesehen hat. Ja, das kann ja mal passieren. Sorry, da wäre mir jetzt fast wieder der Kaffee hochgekommen. Wieso heißen wir eigentlich immer noch unbenannte Gilde, ne? Was ist los mit dir? Wieso ich? Bin ich Gildenmeister? Du bist Gilden, du bist wichtig, ja? Du bist Gilden. Gildenname ändern. Gildenmeister. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Aber nimm was Nettes, ne? Wehe, du nimmst jetzt irgendwas Komisches. Dann bereue ich es jetzt schon, dich auf die Trichter gebracht zu haben, die Gilde doch nochmal umzunennen hier. Du kannst uns ja Markus Milz nennen oder sowas. Vielleicht lassen sie uns dann hier rein. Aber sie überlegt, hört ihr das? Hört ihr es, was bei ihrem Hirn arbeitet? Auf. Das sind so richtig so Zahnräder, die so ineinander greifen gerade, ne? So ein Uhrwerk, das läuft. Oh, mir ist kalt. Mein Arsch friert. Warte. Oh yeah. Denkst du noch oder hast du schon was gefunden? Tippst du noch? Ich überlege. Mhm, dachte ich mir. Aber du kannst dir noch ein bisschen Zeit lassen. Das Schöne ist ja, ich kann da ja jetzt sämtliche Beleidigungen reinschreiben, die ich will. Du liest es ja nicht, aber hier bei mir in der Aufnahme sieht ja jeder, was ich da schon getippt habe. Ist nicht so, dass ich unkreativ war. Ich wollte nur nicht, dass du es siehst. Du hast einfach Frostbeule. Was ist los mit dem? Dieses Dorf wird vom Chef der Milizen Markus beschützt. Dass wir hier in Frieden leben können, haben wir nur ihm zu verdanken. Na, jedenfalls rate ich dir, nicht allzu sehr aufzufallen, wenn du ein langes Leben haben möchtest. Wenn du schlau bist, lässt du dich von der Miliz beschützen und schiebst eine ruhige. Dank Markus ist es auch heute wieder schön friedlich hier. Hatte ich schon erwähnt, dass er nachts, was? Dass es hier nachts richtig kalt wird? Hältst du dich auch schön warm? Finde ich gut. Dog Cat. Aber ich glaube, die Serie heißt eigentlich andersrum, ne? Heißt die nicht eigentlich Cat Dog? Ach, komm. Nee, ich frage nur. Ich glaube, sie heißt Cat Dog. Ja, wie heißt jetzt Dog Cat? Aber Dog Cat ist auch nicht schlecht. Fahrende Händler. Kaufen. Haha, ich bin bei dem mit der Unterhose, aber ich kann es mir nicht leisten. Ah doch. Hä? Hab ich das Geld? Wieso kannst du dir das nicht leisten? Oh, gib Salatsamen. Ich kauf gleich 3. Nee, ich habe. Ach so, ja, stimmt. Okay, nee, passt. Die Salatsamen nehmen wir mal mit. Tomatensamen gibt's auch. Mein Gott, hier gibt's einen neuen Toko-Toko-Hut. Wie hieß denn der andere Toko-Hut? Hieß der auch verschmitzter Toko-Toko-Hut? Nee, der hieß nur Toko-Toko-Hut. Nicht verschmitzter Toko-Toko-Hut? Ich glaube nur Toko-Toko-Hut. Ah, schade. Weil hier gibt es einen verschmitzten Toko-Toko-Hut. Nee. Das könnte ein anderer Toko-Toko-Hut sein. Okay, dann kaufe ich den mal. Ja, kauf mal den schönen Toko-Toko-Hut. Okay. Ich habe ihn eingetoko-toko-tütet. Gott, der war schlecht. Ja. Okay, also, was hattest du jetzt schon? Die feuerfeste Hirse, ne? Ja. Okay, das heißt, die brauche ich noch einmal für mich und dann zweimal. Okay, also ich habe gekauft, ne? Du brauchst jetzt nicht nochmal kaufen. Dreispitz? Schalte das Rezept für Dreispitz frei. Was ist denn ein Dreispitz?
Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ist das eine Waffe? Ja, und ein Campenhut. Ich weiß nicht. Lass doch mal mitnehmen. Oh, Muskete. Voll teuer. Soll ich kaufen oder willst du kaufen? Ich kann auch kaufen. Kaufen. Jetzt bin ich pleite. Da habe ich nichts mehr. Muskete kaufen bringt gar nichts. Die kann man ja herstellen. Kann von mir bitte ein Schlüppi kaufen. Oh, hast du schon. Dankeschön. Hä? Aber weißt du, dass ich schon einen gekauft habe? Die lagen hier auf dem Boden. Das ist wahrscheinlich das, was du gekauft hast, lag hier auf dem Boden. Da liegt das Schätzungsweise auf dem hast du Boden? gar Jetzt nichts. hast du meinen Schlippi an. Gib her. Da bin ich an. Da, der ist noch verschweißt. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hast du Aber dir denn danke. auch einen für Feuer gekauft? Natürlich. Der lag nicht auf dem Jetzt habe Boden. ich zwei übereinander an. La 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 la. Guck mal, hier oben liegt noch was. Ein Tagebucheintrag. Heute wird viel gelesen. Hast du die Tomatensamen auch gekauft? Da ja, braucht man doch noch was für den ich Acker, oder? Drei Tomaten und drei Salat. Wir könnten aber auch gleich nochmal drei Salat mitnehmen. Da können wir gleich wirklich zwei Tomaten und zwei Salat bauen. Dann mach das doch. Ich habe kein Geld mehr, du musst kaufen. Drei Salat noch. Ja, Wie drei dieser Salat noch. Halsabschneider einfach 200 Kröten für pro Salat Samen haben will. Also das ist ja wirklich sehr frech. Das ist Wucher eigentlich hier schon. Sollten wir mit Markus reden. Markus, 3 ist Tagebuch. 1. Was für ein Drecksloch. Die Loser hier sind nur alle fixiert auf das nächste High. Eine, was? Ich finde, du passt da sehr gut zu dem Text. Was, auf das nächste High? Was, ich passe zu dem Text? Ja, lies doch jetzt weiter hier, bis ich das gefunden habe. Ich kann das hab, Wort das nicht lesen. Achso, was ist es denn? Tagebuch was? Sisyphusarbeit. Eine Sisyphusarbeit, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Pah, die Milz hat echt Besseres zu tun. Die Typen, die ich heute verhaftet habe, konnten nicht mal ihre Strafe zahlen. Naja, wenn die gesamte Kohle für Stoff drauf geht, ist das eigentlich zu erwarten. Ob die wohl raffen, dass auch dieses Geld in meiner Tasche landet? Ich verdiene an ihnen, wenn sie Stoff kaufen und dann nochmal, wenn ich sie dafür hops nehme. Und mein Produkt bekomme ich am Ende auch wieder, wenn ich es beschlagnahme und kann es gleich wieder verticken. Ein astreiner Plan also. Sie sind allesamt Vollidioten und ich bin ein Genie. Und Dummheit wird eben bestraft. Rafft ihr es? Diese Insel ist mein kleiner privater Sandkasten. Lebt also einfach eure wertlosen Leben weiter und sterbt, ohne zu wissen, dass ich derjenige bin, der euren Stoff kontrolliert. Wenn ich es zulasse, dass sie übermütig werden, fordern sie als nächstes noch Rechte und das kommt für solchen Abschaum nicht in Frage. Oh, so richtig nett, dieser Markus. Und dafür also ich ihn sag's alle mal an. So, wenn ich jetzt dieser Markus wäre und würde ein Tagebuch schreiben, dann würde ich jetzt nicht, würde ich nicht so eine Seite hier auf einem Podest deponieren, das hier mitten in der Stadt steht, für jeden einsehbar. Ne? Also der scheint auch so ein bisschen, der denkt nicht mit, würde ich es mal nennen. Ne? Magst du den hier Frohnatur, vorlesen? Der ist nicht für dich, froh bist du nicht. Es gibt Gerüchte, dass irgendwo da draußen in der Wüste ein legendärer Paul leben soll. Aber nicht wenige sind leichtfertig hinausgezogen und nie zurückgekehrt. Ich glaube, den haben wir schon gefangen, ne? Das war der Sasuka, den haben wir doch schon. Easy. Ich habe zwar nichts gegen euch waghalsige Paul-Trainer, aber wenn man sich schon so eine Herausforderung stellt, sollte man doch gut vorbereitet sein. Ich wüsste wirklich gerne, ob es diesen legendären Paul in der Wüste wirklich gibt. Nur ist bisher niemand lebend zurückgekehrt. Der hat sich wiederholt. Und ich habe hochwertigen Stoff bekommen. Dankeschön. Echt? Wo muss ich den auch noch anreden? Komm mal hier hoch auf den Turm, da kannst du was finden. Was grün ist, oder was? Ja. Kiste. Kiste. Ha, lass Welcher los. Turm denn? Wo denn? Hier sind mehrere Türme. Den höchsten, wie immer. Ich habe auch okay, Stoff also bekommen. Ich fühle mich jetzt wirklich sehr, sehr gut protected mit dieser Thermowäsche, ne? Ist mega. Oh, super. Da hinten steht auch noch jemand. Willst du den auch vorlesen? Oh, hier ist noch ein Paul-Händler. Wie, da hinten steht auch noch jemand. Wo denn? Ja, durch den Durchgang durch. Nee, mach du mal. Schade. Na gut, mach ich. Memme? Ja. Meinst du? Okay. Das wäre eigentlich was für dich. Ja. Herr Je, ich sehe schon an deinem Blick. Du bist sicher gekommen, um den legendären Paul zu fangen. Wen meinen die denn? Lass nicht. Es lieber bleiben und wirf dein Leben nicht weg. Mein ganzes Leben. Was, mein ganzes Leben? Ich habe zu schnell weitergedrückt. Wenn es den wirklich gibt, dann höchstens ganz weit draußen. Wahrscheinlich ist er aber... Was? Wahrscheinlicher ist aber, dass nichts an den Gerüchten dran ist. Na, wenn du trotzdem gehen willst, halte ich dich nicht auf.
Ob es da draußen einen legendären Paul gibt oder nicht, tja, das ist die Frage. Mensch, hab ich einen Durst. Und drei Brot kriegt man, ne? Würde mich nicht wundern, wenn du Durst hast, wenn du einfach nackiges Brot hier isst. Danach sagt er noch, ob ich mir ein Schlückchen Meerwasser gönne. Ach so, stimmt. Ich vergesse immer, die nochmal anzuquatschen. Wo ist denn dieser Markus? Ach, wahrscheinlich ein Gegner dann, wenn man in den Turm geht. Wollen wir da mal in der nächsten Folge mal reingucken in den Turm? Wenn wir hart auf die Fresse kriegen wollen, können wir da gerne reinschauen, ja. Ja, wir können ja einfach mal gucken, wie stark der ist. Vielleicht kriegen wir den ja nicht hin, aber dann wissen wir wenigstens, was uns erwartet. Einfach mal bei Markus ans Türchen klopfen und mal gucken, wie es ihm so geht. Ne? Mal Hallo sagen. Vielleicht trinken wir einen Kaffee mit ihm. Am Anfang bestimmt. Solange wie man sich doof tut, wird er einen wahrscheinlich mögen. Ja, ich meine, man kann ja hingehen und sagen, du Markus, wir sind jetzt noch 10 Level unter dir. Ne? Wir sind eigentlich da, um dich ordentlich platt zu machen, um dir so richtig ins Gehirn zu schießen. Aber wir sind noch nicht stark genug. Ne? Erstmal ein Käffchen. Wir kommen später wieder, wenn wir dich wegballern können. Ne? Ja, mit Öl. Ich würde sagen, das ist ein gutes Thema. Okay, sehr gut. Mhm. Ja, dann auf zum Turm da oben. Nee, die Folge ist zu Ende. Ach komm, jetzt wird's spannend. Ja, es tut mir leid, aber die Folge ist seit 2 Minuten eigentlich schon zu Ende. Wahnsinn. Na gut, dann bitte deine Abmod. 3, 2, 1. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.